ci dai dentro, non fai il tempo. Vai forte con una bicchietta. Sei buono. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum fünften Rennen der P1 Gaming und Sim Racing Deutschland e.V. DGTM. Mein Name ist Kurt Kuhb und heute Abend gibt es wieder Live-Action live aus Okayama. Wir sind in Japan und das ist heute Abend das erste Rennen der zweiten Season. Wir haben ein paar Änderungen in den Grids von den Fahrern her, da wir ja ein Auf- und Abstiegssystem hier haben und von daher gibt es heute vielleicht auch so ein kleines neues Verhältnis zwischen den Fahrern von der Performance her und natürlich auch so von dem Erkennungswert, denn ja, manchmal ist es halt der Fall, dass Fahrer jetzt neue Mitfahrer haben. Ja, fünftes Rennen habe ich gerade schon gesagt. Wir fangen an mit unserem Fahrerfeld, welches heute in der zweiten Division, also in diesem Stream, am Start ist. Also, wir fangen an mit der Startnummer 20. Da haben wir Simon Solgard, der fährt zusammen mit Kevin Baranowski im Solgard Motorsport Team, beide im Ferrari unterwegs. Dann mit der Startnummer 38 Michael Beuster im Too Hot to Furious Team, zusammen mit Simon Semmler. Dann haben wir Marcel Kempinger und Thorsten Schwertfeger fürs Tenacious Gnomes bei P1 Gaming. So, jetzt habe ich es halbwegs richtig ausgesprochen. Dann haben wir mit der Startnummer 46 Andreas Bär zusammen mit Peter Walter fürs Molitor Racing Systems bei VMR Team. Wir fahren mit dem Audi. Da haben wir noch ein paar Fahrer mehr mit dem Audi später. Dann geht's weiter mit der Startnummer 55, Siegfried Büchner für das Steppo Simracing Junior Team. Ist im Moment alleine unterwegs, von daher gibt's bei ihm auch erstmal in der Fahrerwertung nur das als, ja, Indikator für ihn. Teamwertung gibt's da sozusagen für ihn nicht so richtig. Dann haben wir für das Team P1 Gaming bei Schubert Motorsport zusammen Markus Broch mit Tim Wendel. Tim Wendel ist heute nicht am Start. Der wird gleich sogar noch zu mir in den Stream kommen. Also da haben wir gleich noch jemanden, ja, einen richtigen Fahrer gleich hier als mein Experte am heutigen Abend. Da freue ich mich sehr darüber. Dann mit der Startnummer 66 Ivica Joksimovic und der fährt zusammen mit Max Mutschka für das International Racing Team mit dem Audi Quattro. Dann haben wir Andreas Schmidt zusammen mit Ali Amann für das AMT Racing Team. Das ist das Renta, also fahren mit dem Ferrari. Wir haben hier so ein paar abgewandelte Wagen aus Lizenzgründen. Dann haben wir Kevin Becker und Bernd Jankowiak für das Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport Team. Interessante Sache ist, dass Bernd Jankowiak, Tim Wendel, Markus Broch, Sebastian Roscher, André Eisenhut
alle mit einem Schubert-Skin an den Start gehen. Bei Kevin Becker bin ich mir da nicht so sicher. Der sieht nicht sehr nach Schubert aus. Allerdings will ich da nicht meine Hand ins Feuer legen. Dann haben wir Hans-Jürgen Beck zusammen mit Ninad Ulib fürs Piranha Sim Racing Team. Beim Ninad fehlt hier noch das Bildchen. Da gab es dann wohl kleinere Problemchen bei der Skin-Abgabe. Genau weiß ich das nicht. Aber unser Bernd, der immer diese wunderschönen Bilder von dem Fahrerfeld macht, der hatte da wohl keinen Zugriff auf das Foto. Dann haben wir Jürgen Pangerl und Karl-Heinz Kluth fürs Gen 2 Racing bei Yosoft Team, auch im Ferrari unterwegs. Dann im McLaren unterwegs, KPR Racing Team Phoenix, zusammen mit Roland Vera. Dann André Eisenhut mit Sebastian Roscher, das P1 Media bei Schubert Motorsport Team. Kann man ja ganz kurz nochmal darauf zurückkommen. P1 Media, da bekommt ihr auch noch alle Livestreams, als Gesamtaufzeichnung, falls ihr mal einen Livestream verpasst. Also da sollte man auf jeden Fall einmal vorbeischauen. Und zu guter Letzt haben wir Jan Weber im Moment noch allein fürs Wattwurm Racing bei Yosoft Team. Also Wattwürmer haben wir hier auch. Das soll jetzt nicht... Das war jetzt nicht negativ gemeint, keine Beleidigung etc. Sie heißen tatsächlich Wattwurm Racing bei Yosoft Team. Also, das war das Fahrerfeld. Mal schauen, ob auch alle heute Abend dabei sind auf der Strecke. Das werden wir gleich sehen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal einen besonderen Flyer an. Da kann ich auch noch mal ganz kurz zu kommen. Am 18., 19. und 20.07.2014, das ist also gar nicht mehr so lange hin, veranstaltet die SRD zusammen mit P1 Gaming und Piranha Schubert Motorsport und Dunlop wieder ein 24-Stunden-Rennen Florida State, also Daytona. Also da haben wir wieder 24 Stunden lang Motorsport Sim Racing für euch live im Livestream, also da kann man sich das schon mal im Kalender vermerken, sofern man nicht selbst mitfährt, kann ich nur empfehlen. Ich werde dann auch wieder mit dabei sein unter den Kommentatoren und ich kann euch versprechen, das wird wieder eine super Sache. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die Strecke genauer an. Da sind wir jetzt nämlich genau da. In 2 Minuten sollte das Qualifying beginnen. Also wir sind genau richtig in der Zeit, haben leider 5 Minuten später als nochmal angefangen. Sorry dafür. Aber so haben wir das Ganze doch genau richtig zeitlich hinbekommen. Ja, Okayama. Wir sind in Japan. Also es ging nach Fernost. Und wir können ja mal einen Blick erstmal auf die Boxengassen werfen. Da ist auch jemand auf der Strecke gerade. Ich weiß nicht, ob das Briefing schon vorbei ist oder ob das nur zu irgendwelchen Anschauungsgründen ist. Man sieht schon, es ist dunkel. Heute Abend haben wir, soweit ich weiß, ein Rennen, was so ein bisschen in die Dunkelheit geht. Also wir starten schon am späten Nachmittag. Und von daher wird es auch sehr spannend sein, wie sich das auf das Rennen auswirkt. Alleine schon wegen den Reifentemperaturen. Und guck mal, ob noch jemand auf der Strecke ist sonst. Also es sind auf jeden Fall welche auf der Strecke, wir müssen sie bloß erstmal finden. Da haben wir ihn. Peter Walter im Bild. Im Audio sage ich schon, um Himmels Willen. Im Audi natürlich unterwegs. Für das Molitor Racing Systems bei VMR Team. Ja, der Audi Quattro. Ein wunderschöner GT-Wagen. Und da können wir ja mal ein bisschen einen Blick auf die Strecke werfen. Also wir sehen schon, die Scheinwerfer sind natürlich angeschaltet bei diesen Lichtverhältnissen. Muss natürlich so sein, besonders gleich im Rennen. Da werden wir wieder wunderschöne Bilder sehen, auch von den optischen Eindrücken. Denn ich finde, generell R-Faktor ist ja eh schon um die Jahre gekommen, aber in der Nacht... Da finde ich, hat das nochmal einen ganz anderen Charakter und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, Peter Walter kommt gerade über Startziel. Im Moment hat er eine 1:33.706 auf der Uhr, Platz 13 Uhr. Da geht auf jeden Fall noch was. So, jetzt rollt er auch aus hier. Ich denke, wir werden gleich ins Qualifying schalten. Das ist schon mal
Sehr schön. Ja, wir können auch noch mal ganz kurz auf die Strecke zurückkommen. Also, das Ganze liegt in der japanischen Präfektur Okayama, wie schon der Name der Strecke sagt. In den Jahren 1994 und 95 war es sogar der Austragungsort eines Formel 1 Grand Prix. Beides Mal gewann Michael Schumacher. Also, ein Pacific Grand Prix gab es tatsächlich in der Formel 1. Und ja, dieses Rennen machte Japan auch noch neben Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien und den USA zu einer der sieben Länder, die mehr als ein Rennen pro Jahr ausrichteten. Also damals war das noch ziemlich oft der Fall, jetzt haben wir das ja eigentlich gar nicht mehr, außer in den USA. Wenn denn da mal das Rennen in New Jersey stattfinden würde. Also das gab es öfters und ja, im Moment ist das eine private Rennstrecke, also da ist nicht mehr so viel los. Und ja, 2004 wurde sie auch noch einmal verkauft, also die Strecke hat auch schon ziemlich viel durchgemacht. Und ich würde sagen, wir kommen auch nochmal auf die Charakteristik ein bisschen zu sprechen. Also wir haben eine ganz lange Start-Zielgerade, dann eine enge Rechtskurve, da werden wir dann gleich beim Start, bevor es, nachdem es jetzt hier das Qualifying gab, auch gefährliche Szenen sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, denn so eine ganz langsame Kurve nach der Geraden ist immer ein bisschen gefährlich. Sonst haben wir hier auch noch ja ziemlich viele engere Kurven, also hier ist ziemlich viel Downforce gefragt. Da wird es sicherlich auch wieder in Sachen Setup viel Arbeit, ja, nötig gewesen sein, um hier wirklich gut gewappnet zu sein, denn wir haben, wie gesagt, eine lange Start-Zielgerade, dann haben wir noch später eine etwas längere Gerade im zweiten Sektor und sonst halt viele langsame, aber auch eine S-Kurve haben wir. Also hier ist wirklich wieder ein gutes Setup gefragt, was gut ausgewogen ist. So, die Fahrer sind alle an der Box, also im Moment ist da noch Funkstille, also das Qualifying statt wohl noch nicht sofort. Haben wir also noch etwas Zeit. Ja, dann würde ich sagen, stopfen wir das Zeitfenster nochmal kurz mit einer Info. P1 Gaming technisch war jetzt an dem Wochenende wieder bei der VLN vertreten. Unser Markus war da zusammen mit Max. Bei Danny Steinbrecher bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er auch da war. Da habe ich nur so nebenbei was gehört. Auf jeden Fall waren Markus Broch da und auch der unser Max, der sollte eigentlich auch heute bei mir in der Kommentatorenkabine sein. Ist er leider nicht. Schade natürlich, aber wir kriegen ja dann gleich Unterstützung vom Tim Wendel. Also, wie gesagt, die waren gestern bei der VLN am Nürburgring und der Markus, der hat wieder ein schönes Interview machen können mit Nico Bastian, mit dem Rowe-Fahrer im Mercedes SLS. Ist er ja immer in der VLN unterwegs. Mit dem konnte er ein schönes Interview führen, das wird dann im Laufe des morgigen Tages oder vielleicht auch Dienstag, das ist noch nicht ganz klar, hochgeladen und da kann ich euch nur empfehlen, dann mal bei P1 Media vorbeizuschauen bei YouTube, wirklich eine schöne Adresse für Simracing und auch den realen Rennsport. Also da auf jeden Fall morgen oder übermorgen vorbeischauen, denn das Interview solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Da gab es ja auch schon Interviews mit zum Beispiel Niki Thiem oder auch kürzlich mit der Name im Fallen. Auf jeden Fall auch ein Z4 für Fahrer für Schubert. Jens Klingmann sollte auch gestern interviewt werden, aber da gab es leider kleinere technische Probleme. Ja, natürlich. Mit Dominik Baumann, jetzt ist es mir wieder eingefallen, auch ein sehr sympathischer Kerl, kam auf jeden Fall so im Interview rüber und da kann man sich wirklich sehr drauf freuen, auf das Interview, was dann morgen oder übermorgen hochgeladen wird. Auch einen Boxenstopp haben wir auf unserem YouTube-Channel jetzt, das hat der Markus und der Max, die haben das schön aufgenommen, einmal sogar von oben und einmal direkt von der Seite. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, ich kann es nur empfehlen, das muss man mal gesehen haben. So, wir haben nach wie vor Stille auf der Rennstrecke, nichts los. Ich denke, das Briefing läuft dann halt noch etwas länger. Warten wir noch kurz ab.
Laut der Livestream in Division 1 sollte jetzt online sein. Also ich möchte natürlich, dass ihr alle hier bleibt, aber dann bei P1 Media könnt ihr, wie gesagt, auch beide dann nochmal anschauen. Je nachdem, was ihr nicht seht, könnt ihr dann sozusagen nachschauen. Wolken ziehen über die Strecke, kann man schön erkennen. Regen soll es eigentlich heute Abend nicht geben. In Deutschland sieht das Ganze ein bisschen anders aus, auf jeden Fall im Norden und im Osten. Da ist heute ordentlich was an Regen runtergekommen, aber hier in Japan, da sollte es trocken bleiben. Schade eigentlich, denn das erhöht immer ein bisschen die Spannung, aber wir werden auch so schon sicherlich ein sehr, sehr interessantes Rennen in Division 1 und noch in Division 2 sehen. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir melden uns dann in 5 Minuten wieder. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause, bevor es gleich losgeht. Ihr verpasst natürlich nichts, sobald es losgeht, sind wir wieder für euch da. Aber wir machen nochmal kurz eine Pause. Ich denke, gleich wird auch der Tim Bennel hier sein, da muss ich mich nochmal kurz mit ihm absprechen, sobald er hier in der Kommentatorenkabine angekommen ist. Also, bis gleich. Thank you.
Wir sind zurück, jetzt gleich zum Qualifying des heutigen Rennens live aus Okayama. So, wir gehen jetzt direkt auf die Strecke, schauen uns das Geschehen an. Jetzt ist da auch Fahrbetrieb nämlich und dann können wir uns nochmal ganz genau die Strecke anschauen aus den Cockpit-Positionen. Es sollte gleich losgehen mit dem Qualifying. Also, los geht's. Im Bild haben wir Andreas Barr auch unterwegs im Audi Quattro. Ja. Geht jetzt auch auf seine schnelle Runde. Dann gucken wir uns mal ganz genau die Strecke des heutigen Abends an. Also, es geht jetzt hier eine etwas engere mittelschnelle Rechtskurve. Hier wird später spannend werden. Hoffentlich nicht zu viele Unfälle. Geht direkt weiter in eine etwas schnellere Linkskombination, da ist Mut gefragt. Weiter geht's durch, ja, schnelle Rechts-Links-Kombinationen und hier ist auch gleich schon der erste Sektor vorbei. Was sagt die Zwischenzeit? Im Moment auf Platz 8. 4 Zehntel schon Rückstand. Weiter geht die wilde Fahrt. Rechts hier eine Hanadel-Kurve, die ein bisschen erhöht ist nach außen, konnte man glaube ich gerade ganz schön erkennen. Also hier ist wirklich alles dabei und ich kann euch nur empfehlen, wirklich dran zu bleiben. Es wird ein sehr spannendes Rennen. Über 60 Minuten nach dem Qualifying geben. Moment, Siegfried Büchner mit einer 1:29.503, schon eine passable Zeit. Ich bin gespannt, ob er das auch gleich im Qualifying schafft. Und was sagt die Endzeit von Andreas Bär? Kann er sich verbessern? Er kann nicht, er bleibt zunächst auf Position 8. Also bleibt mitten im Mittelfeld. 16 Fahrer haben wir bis jetzt in den Boxen stationiert oder halt auch schon auf der Strecke. Also wir haben ein ganz passables Fahrerfeld. Kein volles, aber ich denke, es sind genug Fahrer, damit wir einen spannenden Rennabend sehen. Und jetzt wurde, es wurde auch nicht zurückgeschaltet, weitergeschaltet, er ist einfach an die Box gegangen. Darum gehen wir weiter, Peter Walter hatten wir gerade schon. Ja, wir müssen gar nicht weitergehen, es wurde ins Qualifying geschaltet. 15 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit, ihre Zeiten zu fahren. Jetzt ist es auch wieder heller geworden auf dem Server. Also in diesen Verhältnissen wie gerade werden wir nicht fahren im Qualifying. Wäre auch etwas zu viel, denke ich. Yeah.
So, jetzt warten die Fahrer, dass das Go erteilt wird. Denn es darf erst rausgefahren werden, wenn dieses ja im Chat geschrieben wurde. So soll verhindert werden, dass der Server ein bisschen in Straucheln kommt. Weil die ganzen Daten müssen erstmal aufgenommen werden. So, los geht's. Das Qualifying ist eröffnet. Wer konnte sich die Pole Position fürs Qualifying sichern? Das war ein roter Audi. Ich tippe ganz stark auf Andreas Bär. Genauso ist es auch. Andreas Bär, also vorne weg. Jetzt kommt auch der Rest langsam so in Fahrt. Da haben wir Andreas Bär im Bild. Dahinter haben wir auch einen roten Wagen. Es müsste Simon Solgaard oder sein Teamkollege Kevin Baranowski sein. Gucken wir gleich genau hin. Das ist, denke ich, Simon Solgaard. Wir haben auch ein S auf dem Live-Viewer. Da fährt er auch vorbei. Obwohl, das kann eigentlich nur Siegfried Büchner sein, da habe ich mich dann wohl gerade verguckt. Ja, Skins sehen von den Farben ähnlich aus. Also, deshalb schalten wir jetzt auch zum Siegfried, denn da er als erstes über Stadtziel jetzt gerade geht, gucken wir auch bei ihm zu, würde ich sagen. Ne, das ist ja schon mal nicht. Machen wir ihn, da ist er. Siegfried startet für das Steppo Simracing Junior Team, also ist alleine am Start, ohne Teamkollegen. Was sagt die erste Sektorenzeit gleich? Eine 28.2, also Andreas Bär im Vergleich 28.1. Karl-Heinz Blut 28.0, also Siegfried Büchner nicht mit der besten Zeit, aber sie sollte reichen, um eine passable Zeit hinzulegen. Wir gehen auf die Motorhaube, würde ich vorschlagen. Auch hier haben wir eine kleine Überhöhung nach außen, also die Strecke ist schön in die Landschaft gebaut worden. Da geht einem Vollblutrennfahrer das Herz auf. Denn gerade sowas macht die guten Rennstrecken doch aus. Nur mal als Beispiel Suzuka oder Spa. Zweite Sektorenzeit, Siegfried Büchner, eine 30.3. Ist auch nicht ganz vorne mit dabei. Was kommt am Ende heraus? Eine 1.31.3.2.3. Da konnte sofort Andreas Bär vorbeiziehen. Den haben wir hier. Da ist er nicht. Ne, jetzt ist Karl-Heinz Kluth schon vorbeigezogen. Mit einer 1.29.963. Michael Beuster jetzt auf Position 2. Also das Feld wird richtig schön durchgemischt. Und auf einer richtig guten Runde unterwegs Jürgen Pangerl. Wobei das hier meiner Meinung nach André Eisenhut sein muss. Genauso ist es. Da haben wir ihn. Da hatten wir gerade einen Fehler in der Anzeige. Hat aber 14 Rückstand auf seine eigene Zeit. Also die ersten Runden sind gefahren worden. Wir haben folgenden Zwischenstand nach 5 Minuten circa. Jürgen Pangerl auf Position 1 im Bild auch hier. Direkt dahinter Karl-Heinz Kluth mit nur 3 Zehnteln Rückstand. Dann Michael Beuster auf Position 3. Position 4 geht im Moment an Simon Semmler. Platz 5 Andreas Bär. Platz 6
Jan Weber. 7. Platz Thorsten Schwertfeger. 8. Platz Andreas Schmidt. Position 9 Siegfried Büchner und 10. Marcel Kempinger. Das sind die Top 10. Auf der Strecke, wie immer eigentlich, waren noch nicht Bernd-Jan Kurberg und Kevin Becker. Die schenken sich das Qualifying, wie eigentlich immer in der DGTM. Simon Semmler verbessert sich auf Position 3. Und Jürgen Pangerl macht noch einen Anlauf. Die Zeit war nichts, das war aber auch schon klar nach dem ersten Sektor. An der Box im Moment Andreas Speer und die gerade schon angesprochenen Bernd-Jan Kurbeck und Kevin Becker. Wir schalten weiter. Simon Semmler hat auch schon viel Rückstand. Marcel Kempinger, da können wir kurz bleiben, im Porsche unterwegs. Aber auch er schon Rückstand. Er ist gut unterwegs. Das ist Jan Weber. Fürs Josoft Team. Um genauer zu sagen, für das Wattwurm Racing bei Josoft Team. Da haben wir also einen neuen Fahrer am Start. Zweite Sektorenzeit immer noch gut. Nur 2 Zehntel Rückstand. Das würde ihn schon auf Position 2 spülen bei jetzigem Stand. Aber da war er gerade langsam. Hat er Verkehr? Ich denke schon. Das sieht sehr langsam aus. Und da war jemand auf Abwägen. Tatsächlich hat er Speed rausgenommen. Zeit war nichts. 3,5 Sekunden Rückstand. Schade. Da war dann wohl zu viel Verkehr bei Jan Weber. Auch schnell unterwegs im Moment. Thorsten Schwertfeger. Schalten wir da schnell hin. Er kann sich bis auf Position 6 verbessern. Also ein großer Sprung für den Fahrer des Tenacious Gnomes bei P1 Team. Hat aber hier Verkehr. Also die Runde ist schon mal nichts. Das hat Zeit gekostet. Wir schalten mal ein bisschen weiter nach hinten ins Feld, würde ich vorschlagen. Und Sebastian Roscher auf Abwägen. Das war wohl nichts. Wir gehen wieder zu Jan Weber. Der versucht es nochmal. Hat aber schon gewaltigen Rückstand. 8 Zehntel hat er da schon. Und ich glaube, er ist schon wieder vom Gas gegangen. Oh ja, was macht er denn da? Will vorbeilassen. Sehr, sehr konservativ. Geht auch an die Box. Also, da hatte Jan Weber wohl immer einen Fehler in der Runde oder eben Verkehr. Und Sebastian Roscher schon wieder auf Abwägen. Was ist denn bei dem los? Also, da läuft wohl gar nichts. Immer noch an der Box Bernd-Jan Kurbeck und Kevin Becker. Und wir schalten schnell zu Ali Amann. Der ist gut unterwegs. Nur 4 Zehntel Rückstand. Würde ihn im Moment bis auf Position 4 nach oben spülen. Was kommt raus? Position 6. Also ganz so gut wurde es dann doch nicht. Der letzte Sektor war nicht gut. Also wir haben viele lila Zeiten wieder. Simula jetzt auch. Also jetzt kommt das Qualifying in Fahrt. 5 Minuten vorm Ende. Drei Zehntel Rückstand in Sektor 2. Das läuft gut für ihn. Wie weit kommt er nach vorne? Bis auf Position 4? Wir werden sehen. Der letzte Sektor ist jetzt ganz wichtig. Letzte Kurve. Wo kommt Simon Semmler ins Ziel? Auf Position 5. Also, da ging es dann 4. Da hat sich das System kurz geirrt. Also da ging es nicht weit nach vorne.
an der Box nun auch wieder Karl-Heinz Kluth und sie und Michael Beuster. Wir haben aber durchaus ein enges Fahrerfeld, so macht das doch Spaß. Die ersten 9 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Besser geht's nicht. Andreas Bär hatte einen ganz schlechten letzten Sektor. Hätte er den nicht gehabt, hätte er mindestens in die erste oder zweite Startreihe vorfahren können. Aber denkste, auch Ali Amann und Andreas Schmidt nun in der Boxengasse. Und auch Jürgen Pangerl kommt gerade herein. Also, die meisten machen sich nochmal für ihren letzten Run fertig. Und wir schalten schnell zum Siegfried Büchner, denn der ist auf nicht Pole-Kurs, aber auf jeden Fall mit einer guten Sektorenzeit dabei. Da hat es gerade gequalmt, das war auch nicht gut. Aber für ihn heißt es auch nach vorne kommen, nur auf Position 10 Moment. Da wird er ein bisschen ja, unter Wert verkauft. Sektor 2 auch nicht sehr gut. 16. Rückstand würde ihn im Moment auf Position 6 spülen. Was kommt am Ende raus? Das ist die Frage. Die letzte Doppel rechts. Und was kommt am Ende raus? Eine 1:30.478, die ihn auf Platz 8 schiebt, also keine große Verbesserung. Der letzte Sektor war wieder nicht sehr gut. Halten zu Marcel Kempinger. Aber auch hier wird eine Verbesserung schwierig werden. Die Strecke scheint nicht mehr so perfekt zu sein. Also die Zeiten steigen wieder. Keine richtigen Bestzeiten in einzelnen Sektoren. Also, im Moment schaut es sehr gut aus für Karl-Heinz Kluth und Jürgen Pangerl, die im Moment die erste Startreihe belegen. Bin gespannt, ob da noch jemand anderes vorbeikommt. Im Bild Jan Weber, 17. Rückstand, sagt Sektor 1, also auch da sieht ja nicht gut aus. Wenn ihr persönlich Fragen oder Anregungen zum Livestream habt, könnt ihr das gerne mir mitteilen. Ihr könnt bei Facebook, bei p1gaming.de der Seite eine persönliche Nachricht schicken. Ich bin sofort für euch da. Werde das in den Livestream einbauen, sobald das möglich ist. Also, p1gaming bei Facebook. Da könnt ihr auch interaktiv mitwirken oder auch an einer Diskussion teilnehmen, indem ihr einfach etwas auf die Seite postet. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der so ein bisschen sich über den Stream unterhalten möchte. So, Jan Weber. Die Zeit war, wie gesagt, nichts. Darum schalten wir weiter. Oh, Siegfried Büchner auf Abwägen. Andreas Schmidt im Bild. Was kommt bei ihm als Endzeit heraus? Kann er sich verbessern? Nein, 1,1 Sekunden Rückstand. Also, das war auch nicht. Nichts, 34 Sekunden noch auf der Uhr. Die ersten 4 sind alle an der Box. Also, die werden sich nicht mehr verbessern. Höchstens Marcel Kempinger, Ali Amann, Jan Weber, Thorsten Schwertfeger, Siegfried Büchner und Andreas Schmidt. Das sind die Leute aus den ersten 10, die noch eine Chance haben, sich zu verbessern. Aber wie ich sehe, keine lila Zeiten. Wir haben auch Gelb in Sektor 2. Da scheint hier jemand auf Abwägen zu sein.
und Rot. Also, das Qualifying ist beendet. Fahrer können natürlich noch ihre Zeiten abschließen. Andreas Berg kommt über Start-Ziel. Gibt es bei ihm eine Verbesserung? Die Zeiten verheißen nichts Gutes. Doch, tatsächlich konnte er im letzten Sektor noch ordentlich was rausholen. Auf Position 9 hat er sich verbessern können. Und Thorsten Schwertfeger nochmal mit einer richtig guten Zeit bis auf Platz 4 nach vorne gekommen. Hier haben wir ihn im Bild. Zeit, die unten eingeblendet wird, zählt nicht mehr. Das Qualifying ist vorbei. Damit haben wir alle über Startziel und haben folgendes Ergebnis. Karl-Heinz Kluth gewinnt das Qualifying, startet von der Pole Position vor Jürgen Pangerl. Dahinter haben wir Michael Beuster, Thorsten Schwertfeger, Simon Semmler, Marcel Kempinger, Andreas Schmidt, Ali Amann, Jan Weber, Andreas Beer. Das sind die Top 10. Dahinter haben wir dann noch Siegfried Büchner, André Eisenhut, Peter Walter, Sebastian Roscher und ganz am Ende Bernd Jankowiak und Kevin Becker. Die beiden sind schon wie des Öfteren nicht an den Start gegangen. Die haben dann eine eigene Einstellung für aus dem Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport Team. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt die ersten drei aus dem Qualifying in die Kommentatorenkabine. Solange gibt es eine kurze Pause und wir melden uns dann gleich mit den ersten dreien wieder. Bis gleich. So, wir sind zurück jetzt zu dem Interview mit den ersten dreien aus dem Qualifying. Wir fangen an mit dem Pole-Setter Karl-Heinz Kluth. Ja, wie erging es dir im Qualifying? Pole-Position, ich denke, da muss man nicht viel meckern, oder? Nee, hat eigentlich ganz gut geklappt, hab die Runde gut hinbekommen, hoffe ich zumindest stark und hab aber leider, was ja auch bekannt ist, das Problem, dass ich das meistens im Rennen nicht richtig umgesetzt bekomme, aus den vorderen Startplätzen heraus zu starten. Aber wir werden sehen.
Okay, was ist bei dir jetzt der Faktor, wo du vielleicht so ein bisschen meinst, das ist nicht so perfekt bei dir, der Start oder eher die Ausdauer über das ganze Rennen? Ja, ich glaube, das ist eher die Ausdauer so über das ganze Rennen. Start geht eigentlich so weit, aber ich bin dann auch eher so ein bisschen nervös, so aus, wenn man ganz vorne startet, halt, so wie jetzt heute auch. Ja, gucken wir einfach mal, wie es gleich läuft. Okay, gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Glück und bedanke mich bei dir. Dankeschön. So, dann kommen wir zum Zweitplatzierten des Qualifyings, Jürgen Pangerl. Ja, Jürgen, Position 2 hast du geschafft im Qualifying. Sieht's aus? Deine Erwartungen fürs Rennen? Guckst du eher auf den Sieg oder eher aufs Podium? Weder noch, ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich hier irgendwie an die Spitze fahre. Mein erstes Mal, dass ich an der Spitze bin. Ich habe das Team gewechselt vor kurzem, habe angefangen bei BLR Motorsport Ja. Mit dem Mario Reich und dem sein Kollege wollte dazustoßen. Deshalb habe ich gewechselt zum Markus Seufzer, den Ferrari unter den Nagel gerissen und ich muss sagen, das klappt recht gut. Also Erwartungen habe ich keine. Ich glaube, bei mir ist es auch eher so, dass die Nervosität mich nachher nach hinten befördert. Okay, dann noch mal für dich eine kurze Frage. Ja, dein Teamkollege, der Karl-Heinz, der steht ja direkt vor dir. Wie ist das dann? Ich denke mal, da wird dann nochmal extra aufgepasst, ne? Auf jeden Fall. Ich versuche ihm da eher etwas Rückendeckung zu verschaffen, wie ihn anzugreifen. Okay, also eher defensive Auslegung. Gut, dann bedanke ich mich auch bei dir fürs kurze Interview und wünsche dir auch viel Spaß und viel Glück gleich. Dankeschön. Gut, dann kommen wir zum Drittplatzierten des Qualifyings, Michael Bister. Ja, Position 3 für dich. Bist du zufrieden damit? Ja, eigentlich schon. Sehr überraschend. Mich wundert eigentlich, dass die anderen nicht schneller sind. Sehr überraschend. Okay. Also für dich, du guckst auch wahrscheinlich eher ein bisschen weiter nach hinten als vorne. Ja, ich hoffe nicht. Also die Rennpace sollte eigentlich ganz gut sein. Ich hoffe, dass es nicht knallt, die erste Ecke. Und ja, sollte dann Podium drin sein. Dann gucken wir mal, ob du das schaffen kannst. Wir beobachten das natürlich ganz genau und wünschen auch dir viel Spaß und viel Glück. Ja, danke. Gut, dann bedanke ich mich bei euch allen dreien und ja, wir sehen uns vielleicht nach dem Rennen beim Siegerinterview. Also, bis später. Peter. So, dann haben wir die ganzen Leute auch wieder in ihre Boxengassen verfrachtet und dann würde ich sagen, machen wir auch noch mal eine ganz kurze Pause für gut 3 Minuten, bis es dann gleich losgeht bei dem 60-minütigen Rennen. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend.
So, wir melden uns wieder live aus Okayama. Hier ist immer noch euer Kommentator des Abends, Kurt Kupp. Und jetzt gleich beginnt das Rennen des Abends. 60 Minuten wird das Ganze gleich gehen. Und ich kann euch versichern, ihr werdet auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Wir können alle sehr auf ein Rennen gespannt sein, was auch von den Fahrern vorne für Zündstoff sorgen könnte. Wir haben eine Pole mit zwei Teamkollegen, also in dem Fall haben wir ganz vorne den Karl-Heinz Kluth und dahinter den Jürgen Pangerl. Ich bin gespannt, wie das gleich laufen wird. Die haben gerade schon gesagt, dass da aufgepasst wird, dass natürlich nichts passiert beim Start. Aber so ganz sicher kann man sich nicht sein. Da kann immer was passieren. Und natürlich ist dann auch interessant zu sehen, wie das die anderen machen. Wie sieht es in den Reihen dahinter aus? Was macht zum Beispiel Thorsten Schwertfeger, der sich dann auch am Ende auf Position 4 kämpfen konnte, auf dem letzten Drücker? So, es ist 20 Uhr. Es ist Zeit zu beginnen. Die Uhr ist oben auch runtergelaufen. Also, die Zuschauer auf den Tribünen warten auf den Rennstart. Und ich denke auch vor den Bildschirmen zu Hause einige. An der Zahl 20 im Moment. Also wir haben doch schon ein paar Zuschauer da. Division 1 ist ja meistens immer die gefragtere Division. Aber ihr könnt euch ja alles dann nochmal bei YouTube anschauen, im Nachhinein bei PNC Media. So, es ist weitergeschaltet worden. Wir sehen schon links Wolken aufziehen, aber wir vermuten, wie gesagt, dass das Ganze heute unter trockenen Bedingungen gefahren wird. Wir haben ein Rennen, wo es am Ende dunkler werden wird. Man fährt so ein bisschen in die Dunkelheit rein. Mal schauen, wie dunkel das Ganze dann wird am Ende. Da können wir dann sehr gespannt sein, alleine schon von der Optik her. Und natürlich sind da auch Faktoren wie Reifen und so. Alle diese Faktoren beeinflussen die Fahrt. Und wir starten, besser gesagt, Jürgen Pangerl startet von Pole Position. Vorhin habe ich mich kurz versprochen. Da habe ich gesagt, der Karl-Heinz wäre vorne. Ja doch, ich lag ja auch richtig. Oder was ist da denn los? Jürgen Pangerl ist nicht aus der Box gekommen. Darum haben wir hier diese kleinen Probleme hier. Darum kam ich gerade durcheinander. Das gibt's ja nicht. Da ist der Jürgen Pangerl immer ganz vorne mit seinem Teamkollegen. Und was macht er? Er verpennt es rauszufahren. Oh weia. Das gibt's ja nicht. Damit Michael Beuster jetzt auf Position 2. Und Michael Beuster, Thorsten Schwertfeger natürlich auf Position 3 gleich. Simon Semmler startet dann logischerweise von Position 4, denn wir müssen ja immer Jürgen Pangerl rausrechnen, der aus der Box starten muss. Dann Marcel Kempinger, Andreas Schmidt, Ali Amann, Jan Weber, Andreas Bär, Piet Büchner, André Eisenhut im Schubert BMW hier, Peter Walter, Sebastian Roscher und dann Bernd Jankowiak und Kevin Becker, das Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport Team ganz hinten. Und dann als letztes leider Jürgen Pangerl, der nicht geschafft hat, aus der Box zu kommen. So. Hier haben wir ausnahmsweise mal eine sehr gute Kameraeinstellung. Das freut mich natürlich. Hat der Modder dieser Strecke mal eine gute Arbeit geleistet. Leider viel zu selten der Fall.
Vorne links Karl-Heinz Kluth, dahinter Michael Beuster, dann Thorsten Schwertfeger, rechts gesehen im Bild. Alle Fahrzeuge stehen. Die Startprozedur ist gestartet. Das Rennen des Abends in Okayama ist eröffnet. Karl-Heinz Kluth mit einem ganz, ganz schlechten Start. Und ganz vorne schon ist Thorsten Schwertfeger auf Position 3. Michael Beuster, da gab es schon eine kleine Kollision mit Thorsten Schwertfeger. Also es geht ordentlich zur Sache hier. Passt bloß auf. Und die nächste Berührung schon. Michael Beuster gerät an Karl-Heinz Kluth etwas. Der verliert jetzt auch eine Position. Aber auch dahinter ist es eng. Marcel Kempinger greift an, will hier Jan Weber überholen. Schafft er auch. Dahinter Ali Amann, Andreas Beer, André Eisenhut, Siegfried Büchner. Simon Semmler geht hier auch raus ein bisschen im Windschatten von André Eisenhut. Wir sehen einen Verbremser und Siegfried Büchner hat sich gedreht. Ganz hinten Peter Walter, der scheint auch eine Kollision gehabt zu haben, und Jürgen Pangerl, wie vermutet, ganz hinten. Also Thorsten Schwertfeger führt das ganze Rennen an, kommt hier in den Drift und direkt dahinter daher Michael Beuster schon dran. Die erste Runde ist gleich komplementiert. Und wir haben eine ganz enge Spitze hier. Und Michael Beuster geht auch raus und es gab die Berührung und der Abflug von Thorsten Schwertfeger. Ich werde verrückt. Thorsten Schwertfeger wird immer weiter zurückgereicht bis auf Position 11. Gucken wir uns das in der Wiederholung an. Oh, hier gab es die Berührung, ganz klar. Fährt hier Michael Beuster hinten drauf. Das ist natürlich ganz, 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 ganz bitter. Dadurch Michael Beuster jetzt an der ganz vorne an der Spitze. Direkt dahinter Karl-Heinz Kluth und Jan Weber. An der Box Peter Walter hat wohl schon einen Schaden. Und Sebastian Roscher raus. Was ist denn da passiert? Schon in der ersten Runde. Gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Müssen wir weit zurückgehen. Es scheint gleich am Start gewesen zu sein. Aber das ganze Wochenende, das ganze Rennabend war für ihn schon verkorkst. Von dem Qualifying war er ganz oft neben der Strecke. Und es tut sich nichts. Es scheint sehr lange her gewesen zu sein. Muss direkt im Start gewesen sein. Karl-Heinz Kluth jetzt mit der schnellsten Runde. So. Jetzt müsste es eigentlich kommen. Das schaut nach einem Disconnect aus. Ja, er fehlt dann einfach. An die Box gebeamt worden sozusagen. Also, Sebastian Roscher schon wohl mit einem Disconnect ausgeschieden. So. Karl-Heinz Kluth weiterhin auf Position 2. Ganz eng ist es eher weiter hinten. Hier nämlich André Eisenhut wird ein bisschen unter Druck gesetzt von Andreas Schmidt. Im Hintergrund sehen wir Thorsten Schwertfeger, konnte Kevin Becker bereits überholen, aber das Rennen ist für ihn natürlich gelaufen, könnte man fast schon sagen. Mal schauen, wie weit er wieder nach vorne kommt. Das Feld hat sich allerdings schon ziemlich
in die Länge gezogen. Es wundert mich ein bisschen, weil die Qualifying-Zeiten gewaltig, sehr, sehr gewaltig eng waren. Also, das ist ein bisschen verwunderlich. Michael Bolster mit der schnellsten Runde. Und im Bild Siegfried Büchner, der sich ja gedreht hat in der ersten Runde. Jürgen Pangerl hetzt dem Feld hinterher. 69 Sekunden Rückstand. Auch das Rennen ist eigentlich schon gelaufen. Und Peter Walter hat schon... Ah, pardon, es waren 37 Sekunden bei Jürgen Pangerl. Peter Walter ist 69 Sekunden zurück. Bei dem, da ist es auch schon gelaufen. Der hatte schon technische Probleme, musste an die Box. Vorne kontrolliert Michael Bolster ja schon quasi das Rennen. Sehr souverän. Dann haben wir Karl-Heinz Kluth, Jan Weber, Marcel Kempinger, Ali Amann, Andreas Bär, Simon Semmler, André Eisenhut, Andreas Schmidt, Thorsten Schwertfeger, Kevin Becker und Bernd Jankowiak. Dahinter dann noch schon eine gewaltige Lücke auf Siegfried Büchner und Jürgen Pangerl. An Peter Walter, wie gesagt, ganz hinten. Wir gehen ein bisschen an die Spitze, beziehungsweise an die erweiterte Spitze sozusagen. Denn da ist es eigentlich am engsten im Moment. Besonders hier Andreas Bär und Simon Semmler. Aber auch das sind alles so gerade Abstände, wo man nicht überholen kann. Also wir haben wirklich ein Feld, was sich schon leider nach 7 Minuten gewaltig in die Länge gezogen hat. Karl-Heinz Kluth, schnellste Runde. Das macht wiederum Hoffnung, dass wir an der Spitze ein Duell haben, denn Karl-Heinz Kluth 1,1 Sekunden hinter Michael Bolster und ein Verbremser hier von Thorsten Schwertfeger. Ich schätze, hinten ist auch schon eine Beule drin, das kann man auch leicht erkennen, denn er hat eigentlich eine bessere Pace als Kevin Becker und er kann ihm eigentlich nicht richtig wegfahren. Bernd Jankowiak ist direkt hinter seinem Teamkollegen. Also hier haben wir ein schönes teaminternes Duell. Sehr unterschiedliche Linie im Vergleich zu den Vorfahrern. Er hat die Kurve sehr weit innen genommen, im Gegensatz zu den anderen, die den Schwung mitgenommen haben in dieser Steilkurve fast schon. Und da hat sich Thorsten Schwertfeger etwas verschätzt. Sofort ist Kevin Becker da dran, aber dafür konnte Simon Semmler sich schnappen. Also, Thorsten Schwertfeger konnte dieses Package erstmal überholen und begibt sich jetzt auf die Jagd von keinem an geringeren als Andreas Schmidt und davor André Eisenhut. Wir sehen in der ersten Kurve häufig Verbremser. Hat auch was damit zu tun, vermute ich, dass es da etwas bergab geht. Macht das Auto ein bisschen unstabiler. Und hier haben wir einen kleinen Verbremser gehabt, aber nichts passiert. Also hier ist es wirklich eng. Die drei geben sich richtig, könnte man fast schon sagen. Und das schön hier aus der Perspektive von Andreas Bär an. Auch hier Linienunterschiede, die wirklich gewaltig sind. An der Spitze immer noch Michael Bolster. Vor Karl-Heinz Kluth. Michael Bolster hat so ein schönes Polster von 1,5 Sekunden, also da droht kein Positionswechsel. Hier ist es im Moment am engsten im gesamten Fahrerfeld. Andreas Bär scheint die hier ein bisschen aufzuhalten, denn die Gruppe um Thorsten Schwertfeger kommt von hinten ran.
Oh, und da gab es fast schon einen kleinen Titscher von André Eisenhut. Allerdings alles im Rahmen des Erlaubten, wenn da überhaupt eine Berührung war. War schwer zu erkennen. War ganz eng auf jeden Fall. In diesen engen Kurven, da staut sich das Feld immer wieder zusammen. Fast schon wie ein Zera-Monika-Effekt hier. Siegfried Büchner mit einem richtig guten ersten Sektor. Aber der hat ja Rückstand durch seinen Fehler in der ersten Runde. Und hier, das kommt alles näher zusammen. Platz 12 bis 6 sind alle ganz eng beieinander. Also wir haben hier gleich ein 6er-Package. Ihr habt richtig gehört. So eng ist das hier. Hier haben wir das Feld. Gerade an uns vorbeifahren, an unserer Kommentatorenkabine. Thorsten Schwertfeger kann nicht mehr richtig mithalten. Da gab es gerade eine kleinere Lücke. Also beim Thorsten erscheint wirklich einen Schaden am hinteren Teil des Autos zu geben. Ja, und da kam auch schon ein kleiner Drift. Also Andreas Bär konnte sich, glaube ich, wieder ein bisschen fangen, denn die letzte Zeit war gar nicht so schlecht. Kann sich auch eine kleine Lücke rausfahren. Das Feld zieht sich auch wieder ein bisschen auseinander. Vielleicht musste er auch erstmal die Reifen auf Temperatur bekommen oder hatte da Probleme mit Hitze, dass sie zu hoch war. Also, da gibt es wohl eine kleinere Entschärfung hier nicht. Das war wieder sehr eng. Andreas Schmidt gegen André Eisenhut. Bleib mal in der Guckperspektive. Zeigen wir eigentlich viel zu wenig in den Streams. Sind hier live mit der Helmkamera dabei von Andreas Schmidt. Ja, und nach hinten, da gibt es tatsächlich eine größere Lücke wieder auf Thorsten Schwertfeger. Über eine Sekunde sogar. Wieder Bremsrauch von den Reifen, wieder Fahrbremser vorne. Also, hier ist auf jeden Fall Spannung drin. Na du, das ist schon mal die Stimme nach hier. So actionreich ist das hier, dass ich die Stimme immer wieder erheben muss. Und da war es wieder ganz eng. Also, das ist hier in richtig schöner Fight. That's Racing. Das spricht natürlich für die DGTM. Und dahinter, da muss sich Thorsten Schwertfeger sogar gegen den Fahrer hier im Lamborghini wehren. Das ist nicht Thorsten Schwertfeger, das ist natürlich ein Fehler, das ist Simon Semmler. Wir gucken jetzt mal hier genau hin. Hier scheint es den Überholvorgang zu geben. Und auch noch Kevin Becker versucht vorbeizukommen. Oh, und jetzt die Kollision! Kevin Becker mit Simon Semmler, aber nichts passiert. Alle bleiben auf der Strecke. Nur eine Delle ist zurückgeblieben bei beiden Fahrzeugen und immer noch auf gleicher Höhe. Also hier ist wirklich gerade richtig viel Pfeffer drin und Thorsten Schwertfeger verliert hier die Position. Und hier kommt Simon Semmler in Probleme und da steht André Eisenhut. André Eisenhut hat sich auch gedreht. Jetzt überschlagen sich hier aber die Ereignisse. Was ist hier passiert? Berührung mit Andreas Bär.
Er kann weiterfahren, er nicht. Und André Eisenhut hat einfach mal so aufgegeben. Also, da gab es wohl ein bisschen zu viel Wut im Cockpit. Den möchte ich jetzt auch nicht zu mir holen. Karl-Heinz Kluth, ohne mal auf die Spitze zurückzukommen. Der Vorsprung hat sich immer noch so um die Sekunde gehalten. Jan Weber immer noch dran. Dann Ali Amann, Marcel Kempinger, Andreas Bär, der konnte sich jetzt lösen durch dieses ganze Tobavo. Dann Kevin Becker mit wirklich einem sehr, sehr guten Rennen für ihn. Dann Andreas Bär, der gerade mit der Kollision da zu Gange war. Dann Thorsten Schwertfeger, Simon Semmler und Bernd Jankowiak. Siegfried Büchner konnte sich langsam wieder heranarbeiten. Das dauert, glaube ich, nicht mehr lange. Dann ist er da wieder an der Gruppe dran. Und schade, schade, Jürgen Panger, immer noch viel zu weit weg, um in das Geschehen hier einzugreifen. Und hier wird es auch wieder enger. Das ist der Kampf ums Podium. Jan Weber gegen Ali Amann. Und Ali Amann wartet natürlich nur auf einen Fehler hier. Aber ich denke, da wird ihm der Jan Weber wird es ihm dann nicht so einfach machen. Jan Weber heute zum ersten Mal hier dabei und macht wirklich einen sehr guten Job. Haben wir wieder einen sehr, sehr talentierten Rookie heute Abend hier. Und jetzt Ali Amann. Ja, muss sogar aus dem Windschatten etwas rausgehen. Also, ich weiß nicht, ob er sein Auto kühlen wollte. Also, Marcel Kempinger auf Platz 5 kommt nicht ran. Dann Andreas Bär, der konnte sich gut absetzen, aber hier ist es nach wie vor eng. Andreas Schmidt gegen Kevin Becker und dahinter Thorsten Schwertfeger gegen Simon Semmler und direkt dahinter die Bernd Jankowiak. Oh, aufpassen! Da gab es, glaube ich, eine kleinere Berührung, aber nichts passiert. Ja, und Andreas Schmidt kommt einfach nicht vorbei an Kevin Becker. Der macht seinen Job richtig gut hier. Vorne 2 Sekunden Vorsprung jetzt von Michael Beuster. Also, da tut sich nichts. Oh, Verbremser von Kevin Becker. Da muss er aufpassen. Die Reifen, die mögen das ganz und gar nicht. Gibt er die Möglichkeit durchzufahren. Das haben immer wieder Fahrer versucht im Mittelfeld und konnten dadurch gewaltig profitieren. Also mal schauen, ob sich heute Abend hier wieder jemand traut. Die können sich jetzt wieder absetzen hier. Also,
ich muss immer wieder auf den Punkt bringen, Thorsten Schwertfeger, der kommt irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Ich denke, da gibt es halt immer noch einen Folgeschaden von dem Crash in den ersten Runden vorhin. Also da stimmt irgendwas nicht. Auch Simon Semmler muss abreißen lassen und Siegfried Büchner kommt ran. Also der hat bald den Anschluss gefunden an diese, ja, jetzt doch schon zersplittete Gruppe. Größte Spannung scheint hier erstmal verflogen zu sein. Hauptgrund scheint zu sein, dass Andreas Bär sich fangen konnte und sozusagen nicht mehr den Bremsklotz spielt. Das macht jetzt eher Kevin Becker hier, aber auf jeden Fall nicht so doll, dass es hier zu einem Stau kommt wie vorhin. Andreas Bär kam gerade auf der Geraden gewaltig ran, aber es reicht eben nicht. An Bord hier bei dem Ferrari von Andreas Schmidt. Er muss da wieder ein bisschen abreißen lassen, also. Das Feld hier, das Mittelfeld besonders, zieht sich jetzt hier wieder in die Länge. Die größte Spannung ist wie gesagt vorbei. Hier haben wir noch einen schönen Fight. Bernd Jankowiak gegen Thorsten Schwertfeger. Und das sagt eigentlich schon alles. Normalerweise ist Thorsten Schwertfeger um Längen schneller als Bernd Jankowiak. Ohne Bernd jetzt hier schlecht reden zu wollen. Auch er immer wieder gute Leistung, weil er so konstant ist. Und hier kommt, glaube ich, jetzt vielleicht der Angriff sogar. Na, er geht nochmal zurück. Hier passen wir natürlich auch auf. Man fährt ja sozusagen nicht direkt in einem Team, aber beide Fahrer kommen von P1 Gaming. Da ist man natürlich schon ein bisschen mehr, hat man ein bisschen mehr Zeit, die man zusammen verbringt. Und von daher ist da eher eine Kollision unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall, dass man hart miteinander fightet. Vorne Michael Beuster konnte sich wieder um eine Sekunde weiter absetzen. In Runde 14 sind es jetzt schon 3 Sekunden. Wobei man sagen muss, 3 Sekunden auf ja gut 23 Minuten, das ist extrem wenig. Die beiden sind auf jeden Fall auf gleichem Niveau, aber Michael Beuster eben ein Quäntchen besser im Moment. Aber das kann sich natürlich ändern bei so einem kleinen, ja, Abstand, da spielen Faktoren wie Reifen eine große Rolle und es wird, wie gesagt, immer dunkler, also die Strecke wird immer kälter. Das könnte dem einen oder anderen in die Karten spielen oder eben halt auch nicht. Es kommt auf das Setup drauf an, besonders eben Radsturz, Reifendruck, alles das, was die Reifentemperatur beeinflusst. Da haben wir dann noch am Ende spannende Faktoren, die das ganze Feld nochmal auf den Kopf stellen könnten. Man muss immer könnten sagen. Am Ende ist der Einfluss dann doch so gering, dass man es noch nicht mehr merkt. Also wir werden gucken, was wir sehen werden, wie sich die Reifen aus dem Hause Dunlop verhalten werden. Wir schalten mal wieder zu dem Doppelpack mit Jan Weber und Ali Amann, denn hier ist es gefühlt noch ein bisschen enger als im Mittelfeld, wo wir jetzt die ganze Zeit waren. Da hat man gerade ganz kurz die Animation der kleinen Flammen, die aus dem Auspuff kommen sollen, gesehen. War kein Feuerwerk. Wieder beim Runterschalten eben immer. Die Kamera liegt da direkt hinterm Auspuff.
An dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle Zuschauer, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Stream habt, könnt ihr die gerne zu mir, ja, an mich bringen, an mich tragen, indem ihr bei Parents Gaming bei Facebook der Seite eine Nachricht schreibt. Ich gucke da, wie gesagt, die ganze Zeit drauf. Wenn es da was gibt, werde ich das sofort im Livestream einbinden. Aber wir bleiben natürlich jetzt hier mit dem Fokus auf Jan Weber und Ali Amann, denn es wird nicht gerade unspannender, um das mal so zu formulieren. Die Spannung bleibt auf jeden Fall. Es bleibt eng zwischen den beiden. Wer macht den nächsten Fehler? Ali Amann versucht das natürlich so zu machen, vielleicht einen Fehler bei Jan Weber zu erzwingen oder jetzt auf der Geraden mit Windschatten. Wir schauen, es reicht nicht. Also, Jan Weber macht das wirklich sehr gut, scheint auch ein Setup zu haben, was auf den Geraden schnell ist. Damit natürlich kann er gut die Position verteidigen. Spannendes Duell haben wir hier. Und vorne, da wird die Schere zwischen Michael Beuster und Karl-Heinz Kluth immer größer. Die Abstandsschere, so taufe ich sie jetzt einfach mal, vergrößert sich immer mehr. 4,4 Sekunden jetzt. Ali Amann bremst sich innen rein, aber immer noch mit viel Vorsicht. Das Rennen ist ja auch noch lang, er hat noch genügend Zeit, aber so ein Fight geht natürlich bei beiden auf die Reifen und nach vorne kann man dann gar nicht gucken, denn das kostet natürlich alles Zeit, eher nach hinten. Marcel Kempinger nur 3 Sekunden von den beiden entfernt, hier haben wir ihn. Könnte der lachende Dritte werden. Dann Kevin Becker, der Abstand auf Thorsten Schwertfeger wird immer größer. Und Bernd Jan Kurbeck konnte sich nach vorne arbeiten. Scheint so, als hätte Andreas Bern in den letzten Runden einen Fehler gemacht, denn der wurde nach hinten gereicht, genauso wie Andreas Schmidt. Und Simon Semmler ist jetzt schon unter Druck von Siegfried Büchner, der ja sich in den ersten Runden gedreht hatte. Konnte jetzt den Abstand, ja, wieder aufholen, den er sich da eingefangen hat. Oh, da war er ein bisschen auf Abwägen. Jetzt ist auch eng. Andreas Schmidt im Windschatten von Andreas Bär ist das. Außen versucht es. Die beiden Andreas im Fight hier. Die Namensvetter. Jetzt wird es nochmal enger. Und Andreas Bär lässt Sicherheitsabstand. Aber der hätte ihn fast gerade in die Mauer katapultiert. Und das kostet ihm auch fast noch eine Position. Naja, kostet ihm sogar noch eine. Da konnte Simon Semmler sofort profitieren. Wir gehen wieder hier nach vorne zu diesen beiden. Fast schon Streithähnen hier. Die beiden fighten hart, aber fair. Eigentlich wie das gesamte Fahrerfeld. Da ist die Division 2 wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, was die Fairness angeht. Division 1, da gab es eigentlich immer kleinere Raufereien während des Rennens. Also der Fairnesspreis für die erste Season in der DGTM, der geht auf jeden Fall an die zweite Division. Und Simon Semmler musste Position an Andreas Bär schon länger hergeben. Haben wir Andreas Schmidt, Entschuldigung, hergeben, das haben wir ja schon vorhin mitbekommen. Aber jetzt ist halt die Frage, ob er da wieder zurückschlagen kann. Simon Semmler scheint auf jeden Fall das Zeug dazu zu haben.
Letzte Runde war er 18. schneller. Der angekündigte Experte scheint es wohl doch nicht mehr zu uns in die Kommentatorenkabine zu schaffen. Leider, leider. Tim Wendel nicht bei uns dabei heute Abend. Aber ich denke, das läuft sowieso ganz gut. Wir haben ja genug Action hier, um euch mit Spannung zu versorgen. Wir haben gerade Rennhalbzeit gehabt. Jetzt langsam kommt natürlich auch die Zeit, wo die Leute, die einen Boxenstopp machen, an die Box kommen. Müssen wir auch ein Auge drauf werfen. Aber jetzt erstmal hier der Angriff von Simon Semmler. Kommt er vorbei? Immer noch beide auf gleicher Höhe. Faires Duell auf jeden Fall. Er kommt nicht ganz vorbei. Aber der nächste Konter sozusagen und die nächste Kurve geht nach links und dann nach rechts. Aber es reicht. Reicht es? Es reicht! Simon Semmler zieht vorbei mit einem wirklich sehr schönen Duell, aber das Manöver scheint jetzt doch fertig zu sein. Ich habe gerade schon gedacht, dass der Andreas Schmidt nochmal kommt, aber da blieb der Konter vorerst aus und jetzt geht er auch erstmal nochmal vom Gas. Also, der Fahrer vom Too Hot to Furious Team geht am AMT Racing Fahrer vorbei. Wir gehen nach vorne. Michael Beuster ist eigentlich viel zu wenig im Bild. Der Teamkollege von Simon Semmler. 6,783 Sekunden sind es und wir sehen im Vergleich zu der Zeit darunter, der Abstand ist wieder gestiegen. Also Karl-Heinz Kluth scheint abreißen lassen zu müssen. Jan Weber immer noch auf Position 3. Ali Amann hat noch keinen Weg vorbeigefunden. Aber der heutige Abend zeigt auch wieder hier, das Feld ist super eng, wodurch wir immer wieder super schöne Rennfights hier erleben. Das ist wieder ein Abend, der Werbung macht für die DGTM. Und jetzt kommt der Überraschungsangriff. Aber dann ging er doch nochmal vom Pinsel runter. War sicherlich die gute, die bessere Entscheidung. Michael Beuster an der Box. Und da hinten haben wir noch jemanden. Nämlich Karl-Heinz Kluth. Und auch Thorsten Schwertfeger ist an der Box. Da kommt er. Vorne. Michael Beuster ist wieder raus auf Position 5. Thorsten Schwertfeger kommt jetzt erst zum Stehen und hinten wird gleich Karl-Heinz Kluth wieder rausfahren. Also die beiden Erstplatzierten waren beide jetzt drin. Allerdings steht Karl-Heinz Kluth viel länger. Viel, viel länger. Thorsten Schwertfeger kam mit einem riesen Rückstand auf ihn rein und geht vorbei. Also, Karl-Heinz Kluth hat wohl sein Auto reparieren lassen. Das ist ein dicker, dicker Fehler gewesen. Da hat er sich mit seiner Boxencrew nicht richtig auseinandergesetzt. Keine richtige Kommunikation. Das hat ihm sicherlich einen sicheren Podiumsplatz gekostet.
Das ist bitter. Das tut mir auch leid für den Karl-Heinz. Ist jetzt direkt vor Andreas Bär wieder auf die Strecke gekommen. Andreas Bär, der war auch schon an der Box. Also, Ali Amann zusammen mit Jan Weber, die haben jetzt die Führung ja geerbt von den beiden Führenden davor, also in dem Fall Michael Beuster und Karl-Heinz Kluth. Die beiden immer noch sehr eng beieinander. Keiner macht hier wirklich einen Fehler. Jetzt gab es hier aber einen Fehler. Und was ist da los? Was macht Ali Amann? Ach, er geht an die Box. Das irritiert so ein bisschen an der Stelle. Boxengasse ist hier sehr komisch angezeichnet. Ali Amann geht an die Box also. Damit haben wir einen neuen Führenden, in dem Fall Jan Weber. Und Ali Amann steht. Was sagt die Standzeit? Immer noch. Steht sehr, sehr lange. Allerdings kommt er vor Michael Beuster raus. Wir haben hier also einen Führungswechsel. Ah ne, da habe ich mich vertan, um Himmels Willen. Male ich hier schon einen Führungswechsel an die Wand. Sorry, mein Fehler. Hier haben wir Michael Beuster und hier ist Ali Amann. Also, kleiner Fehler von mir, sorry dafür. Da wollte ich schon etwas sehen, was gar nicht der Fall war. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wann kommt der Gegner, der direkte Gegner von Ali Amann an die Box, also in dem Fall Jan Weber, den wir hier haben, kommt auf jeden Fall noch nicht in dieser Runde rein. Peter Walter war nun auch zweimal in der Box, genauso wie Jürgen Pangerl. Also da gab es vielleicht auch einen weiteren nötigen Stopp. Und wie ich es mir schon gedacht habe, Jan Weber bleibt noch eine Runde draußen. Also vielleicht will er ja sogar durchfahren. Wobei das wird sich erst später zeigen. Weil noch 20 Minuten noch zu fahren sind.
müssen wir auch ein Auge drauf werfen. Marcel Kempinger ist auch immer so ein Kandidat, der durchfährt. Da kann man sich das auf jeden Fall denken. Genauso wie bei Kevin Becker. Allerdings ist Michael Beuster da gleich schon vorbei. Also Michael Beuster ist auf jeden Fall schon mal auf dem Podium. Wenn er denn vorbei ist. Er ist ja noch nicht vorbei. So, und kommt nicht ganz vorbei. Also, Kevin Becker macht das wieder sehr, sehr gut. Das kennen wir ja von ihm, das Spielchen. Kann sehr gut verteidigen, die Position. Aber auf 18 Minuten lang das durchzuhalten, das ist schon sehr, sehr schwierig. Das wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Übrigens, Karl-Heinz Kluth ist jetzt tatsächlich leider bis auf Platz 11 durchgereicht worden. Dadurch, dass sein Boxenstopp so lang war. So, und jetzt versucht er es wieder. Aber Kevin Becker fährt sofort auf Kampflinie. Jetzt darf er aber eigentlich nicht mehr zurückkommen, denn er hat schon die Linie ein bisschen gewechselt. Also, Kevin Becker verteidigt sich hier mit Händen und Füßen. Aber alles hart, aber fair. Also nichts Regelwidriges oder so. Jan Weber vorne immer noch nicht an der Box gewesen, genauso wie Marcel Kempinger und Kevin Becker, der ja hier im Bild ist. Also dass Kevin Becker hier den Michael Beuster aufhält, das spielt natürlich Marcel Kempinger in die Karten, sofern er ohne Boxenstopp durchkommen möchte. Denn jede Sekunde zählt hier natürlich. Michael Beuster mit den frischeren Reifen wird die Lücke wahrscheinlich schnell schließen können. Sofern er an Kevin Becker vorbeikommt. Und das schafft er eben nicht. Aber jetzt hat er, denke ich, mehr Schwung. Kleine Berührung. Kevin Becker immer noch vorne. Auch spannend zu sehen natürlich die Geschwindigkeit, kann man hier sehr gut lesen, an der Oberfläche da unten. Oh, da ist er fast schon in die Wand abgebogen, weil sein Heck da am Anfang der Startzielgeraden kam. Also, langsam scheint Michael Beuster hier unruhig zu werden, was verständlich ist, sofern Marcel Kempinger auf einer Nullstopp-Strategie unterwegs ist. Und auch Jan Weber könnte natürlich vor ihm noch landen, wenn er auch nicht an die Box fährt, was immer wahrscheinlicher wird, denn langsam lohnt sich das auch nicht mehr. Und Michael Beuster kommt einfach nicht vorbei. Klasse Duell hier. Und er muss ja dann auch nochmal erstmal 13 Sekunden auf Jan Weber zufahren, wenn er noch gewinnen möchte. In nur noch 15 Minuten ist das sehr schwierig. Also, jede Runde zählt hier, in der er hier aufgehalten wird. Den Geraden hat Kevin Becker eine super Vollspeed und jetzt gab es hier die Berührung. Jetzt hat Michael Beuster hier
die Ellbogen ausgefahren mit einem Überraschungsangriff. Gucken wir uns das nochmal an. War das fair? Wir schauen uns das in der Wiederholung an. Ganz langsam am besten. Also er zieht innen rein, Kevin Becker lässt ihn aber auch den Platz. Dann gibt es die Berührung, irgendwann muss Kevin Becker auch einlenken. Ich denke, das war in der Grauzone. Ich würde, wäre ich Rennkommissar, keine Strafe aussprechen. Und jetzt ist natürlich die Frage, schafft er es noch? Jetzt läuft die Zeit. Aber wenn ich schon sehe, dass er jetzt in dieser halben Runde knapp 2 Sekunden auf Jan Weber gut gemacht hat, das spricht natürlich für Michael Beuster, dass er hier noch den Sieg holen kann. Aber wir müssen es beobachten. 14 Minuten noch auf der Uhr und noch 11,8 Sekunden auf Jan Weber. Marcel Kempinger kriegt er, da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber kriegt der Jan Weber noch? Das müssen wir abwarten. Kurve hat er sehr weit außen genommen. Vorne Jan Weber. Hier haben wir den direkten Gegner von Michael Beuster. Letzte Runde. 1:30.661 von Jan Weber. Nee, Entschuldigung. Das ist seine schnellste Runde. Letzte war eine 1:33.540. Das zeigt auch schon, dass die Reifen durchgefahren sind. 3 Sekunden langsamer als seine beste Runde. Und im Vergleich Michael Beuster eine 1:31.313. Diese war wohlgemerkt immer noch hinter Kevin Becker. Der Hälfte auf jeden Fall. Also Jan Weber wird sich warm anziehen müssen. Ein Faktor wird auch sein, wie schnell Michael Beuster an den hier im Bild fahrenden Marcel Kempinger vorbeikommt. Der könnte so ein bisschen hier eine rennentscheidende Rolle bekommen. Da hinten sehen wir schon Michael Beuster. Bevor es hier eng wird, gucken wir nochmal durchs Feld. Also Kevin Becker macht einen großartigen Job auf Position 4 ohne Boxenstopp. Genauso wie sein Teamkollege Bernd Jankowiak. Die beiden sind wirklich außergewöhnlich schnell heute Abend. Dahinter fliegt Ali Amann ran, auch mit frischen Reifen. Dann Andreas Schmidt, auch er war an der Box. Dann haben wir Simon Semmler, Thorsten Schwertfeger, Karl-Heinz Kluth, Andreas Bär, Jürgen Pangerl, Fried Büchner, Peter Walter und ausgeschieden sind leider schon André Eisenhut und Sebastian Roscher. So. Halten wir jetzt so Michael Beuster. Ich sag mal so, ich gebe ihm noch eine Runde, dann ist er dran am Marcel Kempinger. Dann haben wir noch gut 10 Minuten auf der Uhr. Die Frage ist, wie schnell kommt er vorbei? Wenn er es schafft, in 5 Minuten vorbeizukommen, dann ist alles möglich. Wenn er aber länger braucht, dann könnte Jan Weber das Ganze nach Hause fahren. Aber das sagt schon alles hier. Er ist schon nach einem Sektor dran an Marcel Kempinger, Michael Beuster. Also die Frage ist, wie sehr sich jetzt Marcel Kempinger hier wehren kann. Und Marcel scheint keinen guten Topspeed zu haben. Wodurch Michael Beuster schon vorbei ist. Die Beschleunigung ist alles, aber er ist noch nicht ganz vorbei. War auf gleicher Höhe. Und hat jetzt den weiteren Weg gehabt. Und wieder den weiteren Weg, aber er ist schon vorbei. Also, das ging sehr schnell. Und jetzt hat er noch 10 Minuten Zeit, um Jan Weber einzuholen. Und es sind nur noch 6 Sekunden. Also, Michael Beuster fährt auf jeden Fall ran. Das wird sicherlich nicht länger als 2 Runden, also so 3 Minuten dauern. Dann ist die Frage, ob es Jan Weber 7 Minuten lang durchhält, ihn hinter sich zu halten, was ich als ziemlich schwer ansehe. Da spielt natürlich dann auch wieder eine Rolle, was für ein Top-Speed Jan Weber hat, aber ich sag mal so, es sieht schwierig aus. Ich würde sagen, Jan Weber wird nicht gewinnen, sondern Michael Beuster. Aber
Darum übertragen wir das ganze Jahr. Die Spannung ist auf jeden Fall drin. Und wir werden ganz genau hinschauen. Auch noch spannend im Moment ist das Duell mit Karl-Heinz Kluth gegen Vordergrund Thorsten Schwertfeger. Wir gehen aber erstmal wieder nach vorne. Also 3,3 Sekunden nur noch und das wird immer weniger. Der Abstand schmilzt. Auch hier ist es eng. Ali Amann gegen... Ah ne, ist eine Überrundung. Peter Walter war das. Andreas Schmidt alleine unterwegs, genauso wie Simon Semmler. Und hier ist das Duell, was ich gerade angesprochen habe. Karl-Heinz Kluth gegen Thorsten Schwertfeger, wo das Duell aber jetzt schon entschieden ist. Karl-Heinz Kluth konnte vorbeiziehen. So, jetzt geben wir nach vorne. Michael Beuster auf der Jagd auf Jan Weber. Abstand im Moment 2 Sekunden genau. Da unten im Bild 2,009 Sekunden. Wir werden einen Krimi sehen gleich. Abstand 1,1 Sekunden. Michael Beuster ist auf Siegkurs. Sieben Minuten 38 noch auf der Uhr. Das sind ungefähr 5 Runden. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um die Wurst. Das Duell um den Sieg. Michael Beuster gegen Jan Weber. Oh, Michael Beuster hat hier ein bisschen zu kämpfen mit dem Wagen. Und geht's mit dem Topspeed aus. Jan Weber scheint einen passablen Topspeed zu haben. Das macht die Sache um einige spannender. Wo ich natürlich dann Gefahr sehe, ist beim Rausbeschleunigen. Michael Beuster hat viel frischere Reifen als Jan Weber. Und Jan Webers Reifen werden immer schlimmer, immer schlechter, immer mehr Gummiabrieb, immer mehr ausbrechendes Heck. Also, Jan Weber vorne, allerdings mit den schlechteren Karten. Ich bleib dabei. Jan Weber macht das gut. Ist gut aus der letzten Kurve rausgekommen. Hat auch einen guten Topspeed, wie wir hier schön sehen können. Also, Jan Weber hat gute Karten und das war schon mal eng. Es bleibt eng, wir sind auf gleicher Höhe. Hier könnte es schon die Entscheidung geben, aber sie gibt es noch nicht. Dass sich Jan Weber gut verteidigen kann, haben wir gesehen vorhin im Fight gegen Ali Amann. Also, die Spannung ist greifbar. Beuster im Windschatten. Und das hat ganz knapp nicht gereicht. Wer die Gerade noch 100 Meter weiter gegangen, hätte er rausziehen können. Also, auf der Geraden muss er bloß ein bisschen früher aufs Gas gehen. Dann könnte er vorbeiziehen. Könnte.
4 Minuten noch auf der Uhr. 5 Minuten noch auf der Uhr! Und Michael Beuster macht den Fehler! Ich werd verrückt. Michael Beuster macht einen Fehler, der ihm 2,5 Sekunden kostet. Die werden schnell wieder raufgefahren sein, aber dann hat er nur noch. Dann hat er nur noch 3 Minuten, heißt 2 Runden Zeit. Der Krimi verschärft sich. Es wird immer spannender hier. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Jan Weber scheint doch jetzt wieder mehr auf Sieg zu fahren. Michael Beuster, gleich ist er wieder dran. Topspeed 235 km/h. In seinem Lamborghini. Team Too Hot to Furious gegen das Team namens Wattwurm Racing bei Yosoft. Und Michael Beuster, da kam schon wieder das Tag. Der will das mit zu viel Karacho. Ich sehe da schon kommen, dass es hier gleich knallt. Jetzt ist er dran. Und sofort geht Jan Weber raus. Er weiß schon, was auf ihn warten könnte. Aber der Windschatten reicht nicht. Er reicht einfach nicht. Michael Beuster immer noch hinter Jan Weber. 2 Minuten 40 noch auf der Uhr. Es wird immer spannender. Und jetzt geht er hier hin rein. Da geht ihm aber die Strecke aus. Da war der Randstein schon. Jan Weber immer noch vorne. Zwei Runden noch. Kevin Becker ist auch gleich an Marcel Kempinger drin. Da könnte es dann auch noch einen Fight geben. Aber wir bleiben natürlich hier. Hier ist es spannender. Jan Weber geht wieder raus. Weiß schon ganz genau, da könnte was kommen. Und da gab es auch schon eine Lichthupe, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, Michael Beuster kommt nicht vorbei. Jan Weber fährt Kampflinie. Hart, aber fair. Immer noch alles sehr eng. Jetzt nimmt er viel Schwung hier raus. Das war ein schlauer Schachzug. Und jetzt hat er mehr Schwung. Aber er kommt nicht vorbei. So einfach ist das. Wie kommt jetzt Jan Weber aus der letzten Kurve raus? Besser! Besser als Michael Beuster, denn er macht schon wieder den Fehler. Da kam das Heck. Die letzte Runde läuft. Kann Jan Weber sich den Sieg hier schnappen? Ohne Boxenstopp. Michael Beuster kommt nicht vorbei. Der wird ins Lenkrad beißen. Ich werd verrückt. Selbst 10 Minuten hinter Jan Weber sind zu viel. Zu wenig für Michael Beuster, so rum. Aber er hat es noch nicht aufgegeben. Wir sind auf der langen Gegengeraden. Michael Beuster zwängt sich hinten rein, der geht ihm die Strecke aus. Der geht ihm die Strecke aus. Und damit ist Jan Weber weiterhin vorne. Und ich meine, da wäre nichts gewesen, was regelwidrig gewesen ist. Jan Weber verteidigt sich hart, aber fair und der Bauarbeit draußen. Es wird immer enger. Wir sind in der letzten Runde. Michael Beuster wird immer aggressiver. Und da gibt es die Berührung. Aber beide bleiben auf der Strecke.
Und Jan Weber scheint das Ding zu gewinnen, denn Michael Bolster hat dadurch viel an Boden verloren. Das Rennen ist vorbei. Finito. Jan Weber gewinnt das Rennen in Okayama. Herzlichen Glückwunsch. Und was für ein Rennen. Michael Bolster knapp geschlagen. Auch ein klasse Rennen. Ein klasse Fight hier vorne. Das war wirklich super. Klasse Show haben sie uns geboten. Platz 3 geht an Marcel Kempinger. Direkt dahinter Ali Arman. Kevin Becker hat dann doch noch die Position verloren. Aber trotzdem ein super fünfter Platz. Platz 6 geht an Bernd Jankowiak. Platz 7 an Andreas Schmidt. Achter wird Michael Bolsters Teamkollege Simon Semmler. Neunter Thorsten Schwertfeger. Nach dem Crash in den ersten Runden war das Rennen für ihn beendet. Dann Andreas Bär. Ne, Entschuldigung, es ist Karl-Heinz Blut. Für ihn war das Rennen auch vorbei durch einen viel zu langen Boxenstopp. Dann haben wir Andreas Bär und Jürgen Pangerl. Durch seinen Start aus der Boxengasse war auch das Rennen für ihn gelaufen. Trotzdem Hut ab, dass er das durchgefahren ist. Dann Peter Walter und ganz hinten Siegfried Büchner. Die sind alle über Startziel. Ausgeschieden sind leider André Eisenhut und Sebastian Roscher. So, das war das Rennen. Ich würde sagen, wir begleiten den Sieger noch auf seiner Ausfallrunde. Und dann haben wir gleich das Interview mit Jan Weber, Michael Bolster und Marcel Kempinger. Was für ein Rennen und was für eine Leistung. Jan Weber gewinnt das Rennen mit einer Boxenstopp-Strategie, die wie immer riskant war, aber wie ist aufgegangen? Kein Boxenstopp mit bei Jan Weber. Sieg vor Michael Bolster mit insgesamt unter einer Sekunde Vorsprung. Was für ein Rennen. ...0,5 Sekunden sind es. Eine halbe Sekunde auf eine Stunde gesehen. Also, das ist wirklich richtig, richtig geiler Sport gewesen heute Abend. So, wir holen uns die ersten drei Fahrer und dann gibt es gleich das Siegerinterview. Bis gleich. So, jetzt kommen wir zu den Siegerinterviews nach einem wirklich unfassbaren Rennen. Wir fangen natürlich mit dem Sieger an, Jan Weber. Ja, was für ein Rennen. Das war wirklich ein klasse Finish von dir zusammen mit dem Michael. Ja, deine Strategie ist aufgegangen. Null Stopp, gleich Sieg.
Ja, soweit erstmal ganz richtig. Ja, ich wusste schon von vornherein, erstes Rennen hier, Speed habe ich nicht so wirklich, also musste ich irgendwie versuchen, über die Strategie zu gehen. Also wenig Reifenverschleiß, das Setup genommen und einfach versucht durchzufahren. War auch ganz knapp am Ende mit den Reifen und weil mich der Michael natürlich auch ordentlich unter Druck gesetzt hat. Ne? Also das war schön, aber auch sehr schweißtreibend und ich hoffe, ich war da nicht zu sehr auf der Geraden rechts, als du da einmal neben mir warst. Ja, also ich fand, das meiste war sehr hart gefahren, aber ich finde noch fair gewesen. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Duell. Ich werde dann gleich mal gucken, was dann der Michael dazu sagen wird. Ich denke, das ist mal hier ein Einstieg nach Maß, ne? Erstes Rennen hier, gleich Sieg. Ich denke mal, damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, absolut nicht. Als ich mir die Zeit angesehen habe, war mir klar, so Mittelfeld könnte gehen, aber auch nur mit viel Glück. Und dass die anderen halt so die Reifen runterradieren, damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist dann zum Glück ganz knapp aufgegangen. Gut, ist natürlich auch noch zu sagen, dass einige Ausfälle dabei waren, beziehungsweise einen Fehler gemacht haben. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Dreher oder so hatte ich nicht. Und das war dann halt das Glück des Tüchtigen oder so. Ja, definitiv. Dann kommen wir nochmal, glaube ich, mal eine persönliche Frage an dich. Wie bist du auf den Namen deines Teams gekommen? Watt Wurm Racing bei Josthoff? Kommst du aus dem Norden oder wie? Ganz genau. Ich komme direkt von der Küste, beziehungsweise von einer der Inseln und da ist das natürlich direkt offensichtlich, woher der Name kommt. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Herzlichen Glückwunsch an dich zum Sieg und danke für das Interview. Ja, gerne. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich glaube zwar nicht, aber schauen wir mal. Bis dann. So, dann kommen wir jetzt zum Zweitplatzierten, dem Geschlagenen, Michael Beuster. Ja, Michael, ich denke, es ist ein bisschen Frust auch bei dir dabei, aber ich muss sagen, ihr habt beide klasse gekämpft. Erste Frage an dich, fandst du, dass das Verteidigen vom Jan im Rahmen des Erlaubten war? Ja, erstmal Glückwunsch an den Jan. Also er hat den Ferrari wirklich 5 Meter breit gemacht. Also Hut ab. Wahnsinn. War schon schön zu fahren. Ja, und vor allem schön anzugucken. Das war ganz großer Sport, den ihr da uns geboten habt. Ich denke, du warst eigentlich mit der Schnellste im Fahrerfeld. Du hast, ich habe das beobachtet ganz genau, du hast eigentlich ungefähr 10 Minuten warst du hinter ihm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, ob es noch so geblieben wäre. Natürlich wären die Reifen immer weiter kaputt gegangen beim Jan. Was meinst du, hättest du ihn bekommen in den nächsten 5 Minuten? Ja, ich denke, also noch 5 Minuten länger. Meine Reifen haben auch schon sehr gelitten bei dem Duell gegen Kevin, den ich ja vorher überholt habe. Da war schon ganz schön am Limit und ja, wie gesagt, vielleicht auch nicht. Also hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ja, definitiv. Klasse gekämpft, fand ich auch bei dir. Mal schauen, ob es dann beim nächsten Mal besser läuft. Auch an dich herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz und danke fürs Interview. Ja, danke. Gut, dann kommen wir jetzt zum Drittplatzierten, Marcel Kempinger. Ja, Marcel, du warst im Livestream sozusagen derjenige, der sich so ein bisschen durchgeschlichen hat, warst nicht so oft im Bild, weil einfach vor dir und hinter dir immer was abgegangen ist. Platz 3, bist du zufrieden? Ja, definitiv. Also ich hätte eigentlich damit nicht gerechnet, weil ich habe einfach versucht durchzufahren, was zum Glück aufging, aber die Reifen waren dann am Ende so runter. Und Adi hätte mich ja auch fast nur bekommen, also. Jetzt Platz 3 ist definitiv mehr als das, was ich erwartet habe. Ja, das haben wir auch mitbekommen. Ich habe dann schon eher noch gedacht, dass sich der Kevin noch überholen könnte, aber dann hat er wohl noch einen Fehler drin gehabt, das war leider nicht ganz im Bild. Aber auch an dich, ich würde sagen, 3. Platz, da kannst du auf jeden Fall mit zufrieden sein. Du meintest gerade schon, hättest du nicht mit gerechnet. So kann es, denke ich, weitergehen, ne? Definitiv, also darauf kann man aufbauen. Gut, dann noch an dich die Frage. Du bist ja schon in der 2. Division seit der 1. Saison. Wie ist es bei dir so, guckst du auch auf die Gesamtmeisterschaft so ein bisschen? Ja, da muss man ja dann zwangsläufig. Ich meine, man fährt ja, damit man punktet und dass man auch gewinnen kann. Okay. Ja, das Problem ist ja sozusagen, dass man in Division 2 nicht so viele Punkte bekommt wie in Division 1, wodurch man ja automatisch schon nicht richtiger Meister wird. Aber ich denke, es ist trotzdem so eine Motivation, der Beste aus Division 2 dann am Ende zu werden, ne?
Ja, definitiv. Also zumindest von Division 2 der Beste zu sein, das ist auch schon was. Okay, gut. Dann bedanke ich mich auch bei dir fürs Interview und Glückwunsch zum dritten Platz. Und Glückwunsch auch nochmal an die anderen Beten. Gut, das haben Sie, denke ich, gehört. Ja, dann würde ich sagen, werden wir uns auch verabschieden hier. Das war wirklich ein super Rennen, was die Fahrer uns hier geboten haben. So kann es weitergehen. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Für euch nochmal als Info, Division 1, das Rennen gibt es bei P1 Media dann als Wiederholung. Falls ihr hier die ganze Zeit zugeschaut habt, da könnt ihr also das andere auch nochmal gucken. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern und natürlich auch bei den Fahrern für die super Show. Und dann hören wir uns am besten in einer Woche zur P1 WST wieder oder halt in zwei Wochen zum nächsten CGTM-Rennen. Bis dann, haut rein, keep racing.